Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu unserem Web-Talk des Bündnisses Zukunft der Industrie. Wir haben ein klein bisschen später angefangen, weil wir noch auf einen dritten Gesprächspartner gewartet haben, der versucht weiter sich einzuwählen. Und wir haben beschlossen, wir starten schon mal, dass Sie alle vor dem Bildschirm schon mal mit uns loslegen können. Es ist der vierte virtuelle Talk dieser Art. Und wir profitieren davon, dass wir Gesprächspartner aus allen Landesteilen hier heute haben können zu einem aktuellen Thema, ohne dass wir groß reisen müssen, also fast klimaneutral. Und dass wir die Chance haben, auch zu Ihnen zu sprechen, seien Sie zu Hause im Homeoffice oder im Büro oder vielleicht im mobilen Office auf Sylt, wer weiß. Das geht jetzt alles wieder. Und mein Name ist Christina Leske. Ich bin Wirtschaftsredakteurin und arbeite frei in Hamburg für Medien wie Die Zeit oder für Brand 1. Und unser Gastgeber heute, das ist das Bündnis Zukunft der Industrie, gegründet 2015 unter dem damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Und zu den Partnern dieses Bündnisses gehört dementsprechend das Wirtschaftsministerium, aber auch die Arbeitgeberverbände, die großen, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, aber eben auch die Gewerkschaften. Also eine typisch deutsche Lösung, ein Bündnis, um die Herausforderungen für die Industrie zusammen zu meistern und zusammen anzugehen. Und zu dem Bündnis, zu den Aktivitäten des Bündnisses gehören eben auch solche Web-Talks, die seit Februar virtuell veranstaltet werden und die dazu dienen sollen, wirklich tiefe, tiefe Einblicke zu geben in die verschiedenen Branchen. Und wie es der Zufall will, diskutieren wir heute das heißeste Thema des Tages, nämlich wir reden über die Klimawende und über eine Branche, die davon direkt betroffen ist, über die Windenergiebranche. Und Sie werden es vermutlich auf Ihren Smartphones gesehen haben an den Eilmeldungen. Heute Morgen oder heute Mittag vielmehr haben Vizekanzler Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze eine Novelle fürs Klimaschutzgesetz vorgelegt. Diese Novelle ist eine direkte Reaktion auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und am Freitag haben die höchsten Richter dieses Landes moniert in ihrem Beschluss, dass das aktuelle Klimagesetz in Teilen verfassungswidrig sei, weil dort konkrete Ziele fehlen, wie wir Klimaneutralität erreichen wollen, wie wir die Klimawende schaffen sollen. Und das sei eine ungleiche Lastenverteilung über die Generationen. Und sie haben Dynamik angemahnt. Und jetzt, ein paar Tage später, heute Morgen im Kabinett, haben Scholz und Schulze das den Kollegen vorgestellt und eben auch der Öffentlichkeit gezeigt, was sie nun planen. Das Ergebnis ist, das Gesetz wird ehrgeiziger. Es soll schon im Jahr 2030 65% des CO2-Ausstoßes reduziert sein, versus 55%, wie es in der alten Form des Gesetzes stand. Außerdem soll die Klimaneutralität schon 2045 erreicht werden, statt 2050, 5 Jahre früher. Und es gibt ein konkretes Ziel für 2040, nämlich 88% Reduktion. Die Verfassungsrichter hatten sich extrem daran gestört, dass diese Ausbauschritte nicht konkretisiert werden, weil ohne Ziel kein Plan, keine Erreichung. Ne? Das war die grundsätzliche Idee. Gut, und ich bin total glücklich, dass wir da heute aus industriepolitischer Sicht sofort draufschauen und uns bewerten können. Ich habe noch zwei Gesprächspartner hier, aber gleich drei, die wunderbar, alle da, das ist aber schön, die diesen Schritt heute mit mir diskutieren werden. Weil eins ist klar, die Politiker haben nicht vorgegeben, wie diese Gesetze erreicht werden sollen, und ohne die Industrie wird es nicht gehen. Ja? Und ohne den Ausbau der Erneuerbaren und konkret Wind an Land, aber auch wieder auf See wird es auch nicht gehen. Und genau das wollen wir heute diskutieren. Und ich will Ihnen die drei Herren kurz vorstellen. Der Herr Mitte mit dem wunderbaren Bart ist der Maschinenbauingenieur Matthias Zehlinger. Und Herr Zehlinger engagiert sich seit 19 Jahren beim VDMA. Und seit 2015 ist er Geschäftsführer des Fachbereichs VDMA Power Systems. Und er kümmert sich auch um Fragen des Klimaschutzes. Also sprich, er ist goldrichtig hier und jetzt auch technisch da aus Frankfurt zugeschaltet aus seinem Büro. Herzlich willkommen, Herr Zehlinger. Wie schön, dass Sie jetzt da sind. Sie in der Mitte des Bildes, beide haben ein weißes Hemd. Wie beschreibe ich das? Der Herr mit dem flammenden Poster, den Sie sehen hinter sich, ist Daniel Friedrich. Daniel Friedrich ist gelernter Industriemechaniker und engagiert sich seit 22 Jahren bei der Gewerkschaft IG Metall. Seit 2019 ist er Bezirksleiter Küste und damit einer der 7 mächtigen Bezirksfürsten der Gewerkschaft und im Norden eben auch sehr verantwortlich für die Themen Wind. Ja, so ist es.
Sie sind heute Morgen durch den kräftigen Wind, der hier weht, aus Lübeck hergefahren ins Büro und sitzen jetzt in Ihrem Büro, sind uns zugeschaltet. Herr Friedrich, herzlich willkommen. Und Moin. Ihr letzter Gesprächspartner, moin, der letzte Gesprächspartner sitzt tief im Westen, Peter Barth. Peter Barth ist uns zugeschaltet aus seinem Zuhause in Recklinghausen. Und Herr Barth ist studierter Energietechniker und seit 2018 Geschäftsführer von Amprion Offshore GmbH. Amprium Offshore GmbH ist eine Ausgründung aus RWE. RWE ist heute noch zu 25% beteiligt. Herr Barth hat dieses Unternehmen groß gemacht und er ist ein glühender Verfechter der Standortpolitik in Deutschland und hat gute Argumente dafür, warum wir Windkraft und die Maschinen dafür hier herstellen sollten. Ja? Herzlich willkommen, lieber Herr Barth. Besten Dank für Gut, die Einladung. und ja, so schön, Sie alle hier jetzt zu haben, technisch. Wir zeigen Ihnen jetzt erst einen Film vom VDMA zur Einstimmung. Dann zeigt Herr Friedrich drei Charts, Herr Barth zeigt drei Charts und dann gehen wir in die Diskussion und ich freue mich sehr. Film ab. Energie aus Kohle, Öl und Erdgas ist alternativlos. Denkt heute keiner mehr. Denn erneuerbare Energien sind längst hier, um zu bleiben. Die UN-Klimakonferenz einigte sich 2015 auf das globale Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Mit dem Green Deal will Europa bis 2050 klimaneutral werden. Und bis zum Jahr 2030 soll alleine in Deutschland der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor auf 65% steigen. Die Nachfrage nach erneuerbarem Strom steigt weltweit rasant an und das gesellschaftliche Bestreben zur Treibhausgasreduktion schafft hervorragende Perspektiven für die Technologien des Energieanlagenbaus. Durch kontinuierliche Dynamik und Innovationskraft über mehr als 20 Jahre hinweg sind Erzeugungstechnologien für erneuerbaren Strom inzwischen wettbewerbsfähig. Strom aus Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung, Bioenergie, Wasserkraft und Solarenergie, ergänzt durch den Einsatz erneuerbarer Gase und Speichertechnologien, ist kein grünes Gedankenspiel mehr, sondern wirtschaftlich sinnvoll, unbegrenzt vorhanden und jederzeit verfügbar. Strom stellt heute nur einen kleinen Teil des Energiebedarfs dar. Doch immer mehr Anwendungen können mit Strom klimafreundlich gestaltet werden. Power-to-X-Technologien ermöglichen Sektorkopplung, damit uns grüner Strom von A nach B bringt, unsere Wohnungen beheizt und zur Basis für eine nachhaltige Industrie wird. Nach wie vor bestehen erhebliche Potenziale für Kostensenkung und Flexibilisierung des Energiesystems, sowie für Weiterentwicklung von Energieeffizienztechnologien, Netzausbau und Optimierung der Bestandsnetze. Der Energieanlagenbau bietet innovative Technologien und Lösungen für die Energiewende, für eine nachhaltige Zukunft. Ja, liebe Frau Leska, liebe Diskutanten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren am den Bildschirm, vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, miteinander zu diskutieren. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolg unserer Industrie, dass wir Themen gemeinsam anpacken, sie gemeinsam diskutieren und auch zu gemeinsamen Entscheidungen kommen, weil am Ende des Tages ja das, was an Transformation, die vor uns steht, ja gelingen muss. Und sie kann ja nur gelingen am Ende des Tages, wenn wir auch alle mitnehmen, die da sind. Das heißt, dass wir auch Arbeitsplätze in der neuen Welt schaffen, dass wir sehen, Sorgen aufnehmen bei denen, wo die Arbeitsplätze sich verändern oder auch wegfallen. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass es so eine Einrichtung wie dieses Bündnis gibt, damit wir nicht nur an manchen Stellen klar interessengeleitet gegeneinander diskutieren, aber an vielen Stellen haben wir gemeinsame Interessen und die sollten wir auch gemeinsam nach vorne bringen. Gebeten worden, zum Anfang drei Charts zu machen, kommen wir gerne nach. Wenn Sie einmal das nächste Chart machen, dann sehen wir das, was uns schon auch Sorgen macht, insbesondere auch als jemand, der hier
in Mecklenburg-Vorpommern die ganze Diskussion der Offshore-Plattformen bei den damaligen Nordic Yards mitbekommen hat. Oder auch wenn ich sehe, was in Bremerhaven, in Husum und an anderer Stelle hier im Norddeutschland sich so getan hat mit dem Stichwort Zukunftsfeld Offshore. Und dann sehen wir hier, dass der Ausbau sehr stark eingebrochen ist, dass wir ab 2022 wieder sozusagen damit rechnen, dass Themen sozusagen hinzukommen, dass Anlagen hinzukommen, Projekte sozusagen wieder in Betrieb genommen werden sollen und dass wir auch, wenn wir den Bedarf sehen, und das ist ja die Linie, die sozusagen nach dem blauen Block fortgeführt wird, was da an Entwicklung da ist. Das heißt, wir müssen, glaube ich, gemeinsam schon es gelingen, dass wir das, was in der Offshore-Windenergie an Entwicklung da ist, was erwartet wird, damit was zu schaffen ist, dass wir dementsprechend da auch sehen, dass davon viel Wertschöpfung hier auch in Deutschland, in Europa passiert. Und für uns ist wichtig, dass wir Offshore da als eines der Zukunftsfelder nicht nur begreifen, sondern es auch entsprechend auch bestellen. Was uns natürlich auch Sorge macht, auch da sehen wir die Problematik in dem nächsten Chart, ist ja die Frage, wie sind wir eigentlich auf Onshore, also den Windkraftanlagen an Land, aufgestellt. Jetzt ist das hier nicht sozusagen Malen nach Zahlen und der Bezirksleiter hat es leider nicht hinbekommen, sondern es geht da nochmal herauszuführen, wo sind eigentlich die Anlagen, die heute in Betrieb sind? Wann sind die eigentlich sozusagen losgegangen? Und da sehen Sie ganz deutlich, dass die Farben Violett und die Farben Braun eigentlich nicht wirklich zu sehen sind. Und alles andere, Grün, Blau, Gelb, sind Anlagen, die in 15, 16, 17 aufgebaut worden sind. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo man sich das, was ja eben auch von Ihnen in der Einleitung, Frau Leska, gesagt worden ist, für die Frage, welche ehrgeizigen Ziele haben wir? Und ich finde ja, wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen, dann kann man ja gegen die jetzt vorgeführten Pläne ja gar nichts haben und auch gegen den Ehrgeiz, der jetzt da auch entsprechend sich nochmal herauskristallisiert. Aber dann müssen wir natürlich auch dieses Thema lösen, nämlich nicht nur zu sagen, dass man es gerne hätte, erneuerbare Energien, sondern dass man auch entsprechend die Möglichkeiten dafür schafft, dass wir in Ausbauten etc. sozusagen kommen. Also dieser Einbruch beim Ausbau an Land, der macht uns weiter Sorgen, weil der natürlich, und das sehen wir im dritten Chart, auch Auswirkungen auf die Industriearbeitsplätze gegeben hat. Entschuldigung, das vierte Chart ist ja für den Titel mitmachen, wenn Sie einen weitermachen, sehen Sie das nochmal in dem Thema, wie die. Bei mir ist es noch dieselbe Chart, oder ist das nur bei mir so? Ah, okay. Sehen Sie das in der Entwicklung der Arbeitsplätze, wo wir ja schon bis, sehen Sie ja bis 2016 einen Aufbau haben, zumindest nach den Zahlen, die wir hier nach dem BMWi uns gemeinsam angeguckt haben. Und dementsprechend sehen wir, da haben Arbeitsplätze gerade im Onshore-Bereich auch eine weitere Stärkung mit sich gebracht. Der Offshore-Bereich hat ja dann ab 2008 angezogen, hatte dann eben auch eine große Wirkung in die Jahre 2016, 17 rein. Aber wir sehen, dass wir, und da müssen wir ja nur auch die Schlagzeilen der letzten 24, 36 Monate durchgehen. Wir wissen, was sozusagen die Insolvenz von Senvion mit sich gebracht hat. Wir wissen die Arbeitsplatzverluste, was ich eben schon gesagt habe, in Bremerhaven. Wir bauen keine Plattformen mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben aber auch die Situation im Onshore-Bereich, wenn ich an die Arbeitsplatzverluste zum Beispiel bei Enercon denke. Und da ist für uns natürlich wichtig, dass wir sagen müssen, okay, wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen, und ich finde, das sollten wir alle tun, IG Metall bekennt sich ausdrücklich dafür, dann hat das am Ende des Tages auch Folgen. Sprich, es muss zu Veränderungen kommen. Und wichtig für uns ist, dass eben die Arbeitsplätze nicht unter die Räder kommen, sondern dass wir das auch verbinden mit guter Arbeit. Und letztendlich, Stichwort Windenergie, unsere Befürchtung, dass wir gegebenenfalls noch über Windenergie reden, aber nicht mehr über eine Windkraftindustrie. Und das finde ich, sollten wir gerade in so einem Bündnis für Zukunft für Industrie entsprechend auch hinbekommen, dass auch Industriearbeitsplätze am Ende des Tages gestärkt werden. Soweit vielleicht der Einblick von unserer Seite. Besten Dank, Herr Friedrich. Liebe Frau Leska, meine Damen und Herren, besten Dank für die Einladung zu der heutigen Diskussion und besten Dank für das Interesse hier am Thema Windenergie Offshore. Wenn Sie so nett sind, den nächsten Chart einzublenden.
um Ihnen das Gefühl zu vermitteln, was rund um die Windenergie offshore in Deutschland passiert, würde ich sehr gerne Ihre Aufmerksamkeit auf die Netzkarte lenken. Das ist eine geografische Abbildung. Im Norden sehen Sie den deutschen Bereich von Nordsee und die kleinen geometrischen Elemente, das sind die Windflächen. Diese Flächen werden vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ausgewiesen. Auf diesen Flächen erfolgt die Bewirtschaftung der Windenergie. Dort installieren die Windparkbetreiber die Anlagen, die Sie auch aus den Medien, die Bilder sind bekannt. Windturbinen stehen in der Reihe im Wasser. Ich denke, das ist genau der Punkt. Und mitten in diesem Punkt, das ist jetzt hier aufgrund der Größe nicht so genau zu sehen, mit einem kleinen roten Pünktchen mitten in diesen Parks nehmen wir die Energie auf und transportieren diese Energie ans Land. Wir gehen zuerst über die ganz normalen Gewässer, kreuzen die Inseln, bohren unter den Inseln und mit speziellen Verlegetechniken gehen wir mit den Kabeln nach hinein durchs Wattenmeer und kommen ans Land. Warum machen wir das Ganze? Also Frau Leska hat das anmoderiert. Wenn Sie die Lage der Punkte ganz unten im Bild, die Städte, die unten quasi mit den Worten markiert sind, dann sehen Sie ungefähr dort das Ruhrgebiet und Düsseldorf. Also am Ende des Tages muss die erzeugte Windenergie genau da gelingen, wo die morgen fehlen wird, wenn wir die Kohle- und Kernkraftwerke abschalten. Das heißt ganz konkret im Fall von Amprion Offshore GmbH. Unsere ersten Projekte schalten wir im Netz genau am Punkt des heutigen Standortes des Kernkraftwerkes Emsland. KKR geht vom Netz, Windkraft geht ins Netz. Von dort haben wir die Abtransportmöglichkeiten in Richtung der Ballungszentren. Und die weiteren Projekte gehen tief ins Land an die Standorte der heutigen Kohlekraftwerke. Also jetzt nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, im politischen Sinne des Wortes, sondern unsere Anlagen gehen genau da, wo heute, wie gesagt, konventionelle Kraftwerke laufen. Dort wird quasi bei elektrischer Verbindung der künftige Windpark, die künftigen Windkraftanlagen quasi angeschlossen. Was machen wir ganz konkret, um die Arbeitsplätze von Herrn Friedrich gesprochen hatte, etwas mit Zahlen zu versehen? Wir bauen mitten im Park eine sogenannte Konverterplattform. Das ist eine Blechkiste, die ungefähr 10.000 Tonnen Stahl im Bauch hat, beinhaltet und hat eine Größe von ungefähr einem Fußballstadion. Sie ist vollgepackt mit einer komplexen Technik, die wir wasserfest an der Stelle machen. Das ist alles komplexe Elektrotechnik und Montage dieser Techniken rettet und sichert Arbeitsplätze auch bei der deutschen Elektroindustrie. Wenn wir den Menschen das Wort Kabel präsentieren, dann denken alle an ungefähr sowas. Das ist Kabel, ganz klein, ganz fein und so weiter. Und sage de facto, die Kabel, die wir hier an der Stelle bauen, haben ungefähr diese Ausmaße und wie gesagt, ungefähr 30 Meter Kabeltrastenbreite beim Bau der Kabel ist an der Stelle erforderlich. Das sind schon auch gigantische Baustellen. Das sind Baustellen, die jede Menge Arbeitsplätze im Bereich der Tiefbaufirmen an der Stelle sichern. Das Bild, was Sie gerade sehen, das sind die Konzepte, die wir zur Prüfung der Bundesnetzagentur und der Politik vorgeschlagen haben. Man kann sie unter dem Stichwort Netzentwicklungsplan im Internet finden. Wir haben Konzepte der Politik bis zum Jahr 2040 vorgeschlagen, um auch die heute erschließbaren Potenziale von 40 Gigawatt zu integrieren. 40 Gigawatt, Techniker nutzen gerne Abkürzungen. Was ist ein Gigawatt? Ein Gigawatt, das ist ungefähr der Stromverbrauch von 1 Million Menschen. Das heißt, unsere Leitungen, die Sie hier sehen, das sind Leitungen, die jeweils 1 bis 2 Millionen Menschen künftig mit der Energie versorgen könnten. Amprion wird davon 6, 7 Stück bauen. Also wir werden ungefähr Strom über die Offshore-Anbindungen für 14 Millionen Menschen transportieren. Nächste Folie. Meine Damen und Herren, Strombedarf versus Energiebedarf Deutschlands. Das sind nicht die gleichen Punkte. Also wir diskutieren über derzeit signifikante Anteile im Strom. Alleine zum Vergleich 500 Terawattstunden Stromverbrauch, 750 Terawattstunden Verbrauch die Mobilität. Das heißt, meine Damen und Herren, allein im Verkehrssektor verbraucht Deutschland mindestens 1,5 mal so viel Energie, wie wir im Stromsektor verbrauchen. Und bekannterweise, das Thema Elektromobilität fängt langsam die Fahrt aufzunehmen. Aber diesen Energiehunger werden wir, das ist meine feste Überzeugung angesichts der Potenziale, die wir schätzen, gemeinsam mit Forschungsinstituten, nicht aus der deutschen AWZ, aus der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone an der Stelle stehlen können. Meine Damen und Herren, deswegen vielleicht hier kurz ein paar Zahlen aus Europa nochmal. Unsere Windpotenziale in Deutschland
machen ungefähr 10% der gesamteuropäischen Potenziale. 450 Gigawatt, das ist eine maximale Stromproduktion für 450 Millionen Menschen, wenn wir alle Offshore-Potenziale an der Stelle erschließen könnten. Und die Produktion läuft bekannterweise über 4000 Stunden pro Jahr, die Hälfte des Jahres. Wir haben auch Zeiten ohne Wind. Man kann mit diesen Windpotenzialen einen erheblichen Anteil des Stromenergiebedarfs Europas zu decken. Wie gesagt, Verkehr und andere Sektoren, das ist eine andere Geschichte. Deswegen, meine Damen und Herren, bitte um nächste Folie. Verwundert Sie vermutlich nicht, dass wir auch vorgeschlagen haben, neben dem klassischen Anschluss der Windparks an Land auch über die Vernetzung der Windflächen in Europa nachzudenken, weil wenn Sie als Beispiel auf Großbritannien schauen, ist der typische Stromverbrauch und die Potenziale, also der blaue Balken, das ist die mögliche Produktion der Offshore-Anlagen um Großbritannien. Und der Magenta-Balken ist der Stromverbrauch. Also hätte England doppelt so viel Windpotenzial als Strom. Bei uns in Deutschland sehen Sie umgekehrt 65 zu 70. Also wir sind mit dem Wind offshore aufgrund, wie gesagt, der Größe der Potenziale ein bisschen rarer gesehen. Dänemark ist genauso Exporteur künftig wie die Niederlande. Deswegen, wie gesagt, unsere Vision, wie gesagt, das Thema Wasserstoff ist eine ganz besondere Geschichte. Also wir denken, der Strom muss auch in diese blauen Flecken auf der Karte am Land gelingen, wo sie Wasserstoffbedarf haben. Aber wie gesagt, für uns Deutschland ist eine Riesenchance, nicht nur über den Wind offshore in unserer Wirtschaftszone nachzudenken, sondern auch über den Ausbau des paneuropäischen Netzes, an der Stelle, wie gesagt, die Potenziale oder die Überschüsse der anderen Länder für unsere Wirtschaft anzuschließen. Meine Damen und Herren, das ist Europa, das sind die Gedanken, Kooperation und Handel. Was wir brauchen, haben die Nachbarn im Überschuss. Wir könnten Anlagen liefern. Herr Friedrich hat davon gesprochen, dass auch im Bereich, wie gesagt, der Werften, das ist mein Herzensanliegen, die Produktion der Offshore-Plattformen, wie gesagt, die Dimension von einem Fußballfeld, das ist eine gigantische Konstruktion und viele Arbeitsplätze. Man kann sich vorstellen, dass wir die Anlagen exportieren und dafür bekommen wir von den Nachbarn die Gut. Energie. Das ist Europa. Besten Dank. Ja, lieben Dank, Herr Barth, lieben Dank, Herr Friedrich, dass wir mal kurz intensive Einblicke hatten. Zwei Grundgedanken nehme ich mit. Die Branche ist ganz schön gebeutelt, ja, mit einem Verlust von mehr als 60.000 Arbeitsplätzen. Einerseits Firmenpleiten. Anderen Seite ist eine enorme Kompetenz da, sowas in Deutschland alles zu machen. Aber es wird ein Partner, und ich habe eben den Satz gut gehört, der Energiehunger wird nicht zu stillen sein aus Deutschland heraus. Und wenn ich jetzt den Hunger anschaue nach erneuerbaren Energien, der wird vielleicht schon gar nicht zu stillen sein, nur aus Deutschland heraus. Vor dem Hintergrund geht dann meine erste Frage an den lieben Herrn. Wie bewerten Sie das, was da heute vorgestellt wird? Ist das ehrgeizig genug? Ist das anspruchsvoll genug? Warum denn erst jetzt? Wie schauen Sie da drauf? Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute ein klein bisschen sprachlos. Und das ist gar nicht positiv oder negativ gemeint. Was mich zurzeit etwas umtreibt, ist wirklich die Dynamik der Diskussion. Warum? Wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom letzten Freitag. Wir haben im Moment eine Diskussion, wie das höhere Klimaschutzziel für Europa umgesetzt werden soll und auch wie es verteilt werden soll. Und heute kommt jetzt unsere Bundesregierung mit neuen Zielen, wohlgemerkt mit Zielen, nicht mit wirklichen Umsetzungsstrategien, weil die Frage, wie viele Windenergieanlagen kann man denn dann bauen und unter welchen Bedingungen, die ist ja heute völlig undiskutiert. Ja. Und das ist das, was mir im Moment heute so ein bisschen Sorgen macht. Das ist sehr ambivalent. Wir haben deutlich höhere Ziele. Es ist völlig klar, wir werden erneuerbare Energien brauchen. Ich formuliere es mal hart bis zum Abwinken. Und auch weit über die eigentlichen Produktionsmöglichkeiten hinaus. Aber die Diskussion und damit auch nur ansatzweise Ableitbarkeit von Strategien für Unternehmen, die bleibt im Moment völlig dahinterher. Es gibt Ja, überhaupt keine richtige Beobachtung. wenn Sie mir die Nachfrage erlauben, verstehe ich sehr gut, dass Sie sagen, irgendwie ist dieses Gesetz noch ohne die Industrie gemacht, die das alles erfüllen soll. Sind denn die Ziele jetzt endlich die richtigen oder sind die noch zu niedrig?
Naja, also das Bundesverfassungsgericht, und jetzt müssen wir alle vorsichtig sein, weil ich glaube, noch keiner hat ein abschließendes Bild über dieses Urteil, geht davon aus, dass es den sogenannten Budgetansatz, also die Frage unter Paris Agreement zur Zielerreichung, wie viel Emissionen dürfen global noch sein, die aufgeteilt auf Nationalstaaten, und das ist sozusagen das Budget, das ein Land hat. Das hat das Verfassungsgericht im Wesentlichen verankert. Und es sieht so aus, als ob das, was da jetzt vorgegeben wird, ungefähr damit korrelieren könnte. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das hängt ja auch davon ab, wie läuft der Pfad, wann steigen wir denn jetzt ein. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das sind jetzt Ziele, die hinzukriegen. Damit haben wir alle schon mal wahnsinnig viel zu tun. Erste Einschätzung, grob könnte die Ziele jetzt mit Paris zusammenpassen. Was wir auf jeden Fall schaffen, ist eine deutliche Verschiebung nach vorne. Also das Thema Generationengerechtigkeit kriegen wir damit sozusagen hin. Heißt, für alle, ich sage jetzt mal meine Generation, die gerade im Geschäftsleben aktiv sind, Ärmel hochkrempeln und ran. Die Windindustrie, und das haben wir eben gehört, ist vorbereitet, nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch auf den europäischen und auf dem weltweiten Markt. Da kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf. Aber jetzt müssen wir auch wirklich ran. Nur ein Beispiel. Wir haben im Moment okay. ein Offshore-Ziel. Oh, ja, okay. Das, ja, warten Sie mal. Ich will die beiden anderen gerne noch fragen zur Einschätzung des Gesetzes. Das ist, ich finde total stimmig, was Sie gesagt haben, dass man vorsichtig sein muss in der Einschätzung, aber dass Ihrem Gefühl nach zumindest diesem Thema Generationengerechtigkeit jetzt ein Stück weit mehr entsprochen wird. Wobei ich noch nicht verstanden habe, wenn Sie sagen, wir kommen Paris nahe, kommen wir Paris 1,5 Grad oder Paris 3 Grad näher. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und ich will trotzdem den Ball jetzt mal weitergeben an Herrn Fritz. Thema Generationengerechtigkeit. Kommen wir dem näher mit dieser Klimagesetznovelle? Ja, also soweit ich das verstehe, aber ich bin da wirklich nicht der Experte. Ich verstehe, dass wir mit den jetzt Zielen, die jetzt neu formuliert werden und auf den Weg gebracht werden, wir uns stärker an das Pariser Klimaabkommen sozusagen ranpirschen. Wenn man das unterstützt, dann muss das, glaube ich, aus meiner Sicht auch der richtige Schritt sein, zu sagen, okay, wir haben ehrgeizigere, frühere Ziele. Und die spannende Frage ist die des Wies, setzen wir das um? Und von daher ist das, glaube ich, jetzt ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass jetzt die Generationengerechtigkeit erfüllt. Aber jeder von uns weiß, wenn er rauskommt, wenn er sich mit jungen Leuten unterhält, dass das so nicht weitergeht. Und mit dem jetzt vorliegenden sollten wir den Schritt in die richtige Richtung machen. Aber er muss auch funktionieren. Das Ziel ist das eine. Wir müssen uns auf den Weg machen. Und wir brauchen dringend jemanden, der industriepolitisch dafür sorgt, dass diese Ziele auch erreicht werden können. Ja, Herr Barth, ich sehe Sie nicken. Wie müsste das denn jetzt auf den Weg gebracht werden, dieses, dass die Industrie angehen kann? Also zuerst, meine Damen und Herren, liebe Frau Leska, ein Punkt im neuen Gesetz oder in der neuen Diskussion, also gefällt mir äußerst gut. Und zwar, die Politik hat die Aufgabe bekommen, endlich die Energiewende von hinten zu denken. Also wir haben bis jetzt immer Klimaziele für die nächsten 10 Jahre definiert bekommen. Und das ist keine Planungsperspektive. Das ist keine Perspektive in der Revolution in der Technologie passieren an der Stelle. Das ist auch keine Dimension in der strategischen Netzausbau passiert. Deswegen, das sehe ich als enormen Vorteil. Weil mit dem Blick auf alle Sektoren, ich habe einige Zahlen in den Raum gestellt, die Haushalte verbrauchen genauso viel Energie, wie die ganzen Energieverbräuche in Deutschland sind. Wir haben keine, also 500 Terawattstunden Privathaushalte, 550 Terawattstunden gesamt ohne Strom, 550 Terawattstunden Stromverbrauch. Das heißt, wir müssen Technologien für die Beheizung der Häuser, wir müssen das Thema Verkehrsmobilitätssektor und ganz offen PKWs mit Akkus. Okay, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Airbus voll beladen mit Akkus nach Amerika fliegt. Das heißt, im Bereich des Flugverkehrs, im Bereich der Schifffahrtindustrie, da ist Wasserstoff, habe ich verstanden, auch in Hamburg ein gigantisches Thema, brauchen wir neue Technologien. Aber ich sehe diese Thematik als einen gigantischen Schub für die Forschung und Entwicklung. Also meiner Meinung nach, die in Forschung investierten Gelder werden morgen 10-fach, millionenfach über die Arbeitsplätze bezahlt. Ich bin immer dafür, einfach, weil Standort Deutschland immer davon profitiert hatte, dass wir kluge Menschen haben. Beispiel BioNTech zeigt das in einem vollkommen anderen Sektor, dass wenn es extrem kritisch wird, dieser Geistesblitz, dieser Funke Gottes im Kopf der Menschen dazu führt, dass wir neue Sachen entdecken. Deswegen positiv, dass man
mein Statement, Forschung, Entwicklung und am Ende des Tages auch die Jobs eine Chance hat, hier zu generieren. Die Chance sollen Ja, wir aber klug also durchdenken. ich, ja. Ich freue mich über Ihren Optimismus und ich möchte aber Herrn Zehlinger mal fragen. Also wenn ich schaue auf den Zubau im Windbereich im vergangenen Jahr, das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1,4 Gigawatt und 0,3 Gigawatt offshore. Sprich Zahlen, die wir eigentlich schon vor 10 Jahren erreicht hatten und jetzt wieder ganz unten. Und die Arbeitsplätze sind weg und die Pleite. Wie darf ich mir in meiner Naivität jetzt diese Wende vorstellen? Also wie kriegen wir jetzt da Drive rein, dass neue Firmen gegründet werden, dass wir Deutschland machen, dass wir vielleicht nicht das Wissen aus Deutschland, aus dem Ausland herholen? Wie kann sowas jetzt gehen? Wie muss man sich das vorstellen? Ehrliche Antwort, ich kann es Ihnen nicht Ja, sagen. Zweite klar. Antwort, um 16 Uhr, nachdem ja sozusagen der SPD-Teil der Bundesregierung vorhin vor der Presse war, 16 Uhr wird Herr Altmaier vor die Presse treten. Ich bin sehr gespannt, weil eigentlich müsste Herr Altmaier sagen, wir steigen unmittelbar in eine Ermöglichungsstrategie ein. Wir werden, er müsste sagen, wir radikal vereinfachen. Er müsste sagen, wir werden auch beim Naturschutz Kompromisse machen müssen, weil nämlich die Vögel sowieso nicht mehr existieren, wenn der Klimawandel zu stark kommt. Das heißt, wir müssen ein vereinfachtes und standardisiertes Genehmigungsverfahren machen. Dann haben wir auch eine Chance, auch onshore wieder vernünftig zuzubauen. Wir haben die Kompetenz, wir haben die Fertigungskapazitäten, wir sind toll in der Entwicklung der nächsten Generation von Anlagen und das, was So, jetzt brauche ich mal kurz Hilfe aus der Technik. Bei mir ist Herr Zehling im Ton gerade eingefroren. Ja. Okay. So, warten wir noch mal einen kleinen Moment. Herr Zehlinger, können wir Sie jetzt wieder hören? Eingefroren. Jetzt hören wir Sie wieder, jawohl. Jetzt Sie geht's. waren Das ist gerade in schön. Wo der haben Sie mich denn verloren? Problemanalyse. Wir haben Sie Nein, ich war verloren, eigentlich. als Sie sich die drei Wünsche an Peter Altmaier formuliert haben. In der Das sind Problemanalyse eigentlich. erstmal. Nein, das sind eigentlich keine Wünsche, sondern das ist eigentlich die Konsequenz. Wir brauchen jetzt unglaublich vereinfachte Genehmigungsverfahren. Wir brauchen eine klare Aussage, wir werden Klimaschutz über viele andere Stellen haben. Wir müssen eine Gemeinschaftsaufgabe draus sagen. Also die jetzt vor uns liegt, ist, wir haben gesagt, 1,4 Gigawatt. Wir brauchen aber im Jahr in so ungefähr 5, 6 Gigawatt onshore. Naja, und offshore werden wir mit den 40 Gigawatt 2040 bei weitem auch nicht auskommen. Das heißt, jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, wir vereinfachen radikal und wir setzen den Klimaschutz auch als ein sehr hohes Gut an in der Abwägung, zum Beispiel mit der Frage, ob ich Naturschutz auf jeden Vogel beziehe oder auf eine ganze Population. Ich muss auch in Brüssel dazu viel klären und das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Bundesregierung. Und ich Ja. glaube, ist nicht einfach, aber das ist machbar. Und da muss man jetzt Ja, dran, weil ja. das sind Unmengen, die da kommen müssen. Und nochmal, die Industrie steht bereit. Übrigens Ja. auch die abnehmende Industrie. Ja, Also wir als ich möchte mal Maschinenbau. unser Nordlicht dazu in die Runde holen. Herr Friedrich, was da jetzt auch immer so mitschwingt, ist es eine neue Toleranz gegenüber Onshore-Windkraft braucht. Also sprich, weniger Menschen, die gegen die Leitung auf ihrem Grundstück klagen, weniger Menschen, die sagen, okay, dem Adler wurde jetzt gerade hier der Flügel gebrochen und das geht gar nicht. Die müssen hier weg. Weniger Menschen, die in Sylt sagen, auf Sylt sagen, ich will das aber alles nicht sehen, wenn ich Urlaub habe. Wie nimmt man die Menschen mit? Das hat man ja anscheinend bisher versäumt in Deutschland, sich die Leute stärker einzubinden. Da ist ja ein enormer Widerwille da, das durch den eigenen Hinterhof alles ja, führen zu lassen oder sich beim Urlaub stören Ja, zu lassen. Ich drück es mal so plakativ aus. das, was der Kollege vom VDMA sagt, das glaube ich, bedingt ja einem gesellschaftlichen Konsens. So, und ich will mir erlauben, den Blick an der Stelle mal nach Niedersachsen zu werfen, wo bevor Corona losging,
war ja eigentlich geplant, an der Ministerpräsidentenkonferenz, an dem ja dann der Lockdown beschlossen worden ist, sollte ja eigentlich ein Durchbruch bei der ganzen Frage Windkraftenergie und Offshore, wenn ich es richtig im Kopf habe, sozusagen gestaltet werden. Und in Niedersachsen hat die Landesregierung mit Stefan Weil, mit Herrn Altusmann, mit Olaf Lies, alle Beteiligten zusammengeholt. Und genau mit dieser Schwierigkeit, die eben besprochen worden ist, dass immer sozusagen jeder auf sein Einzelinteresse guckt. Und ich habe wirklich arg gestaunt als jemand, der da nicht so viel Erfahrung hat, wer denn wirklich noch wie zu beteiligen ist. Da ist und jeder für sich ja auch aus nachvollziehbar wichtigem Grunde. Und was da gelungen ist, ich will das jetzt gar nicht rausreferieren, ist schon dieser Punkt, wenn wir es ernst meinen am Ende des Tages mit erneuerbarer Energie, dann wird jeder von uns einen Schritt zurück machen müssen und zu gucken, wie kriegen wir es gemeinsam hin. Es wird nicht funktionieren, wenn ich jetzt nur, Entschuldigung, wenn ich das so sage, jetzt nur auf die Einfachheit von Genehmigungsverfahren setze, weil da natürlich auch Ungerechtigkeiten mit dabei sind. Auf der anderen Seite, dass alles dann aufgeschoben wird, kann es dann auch nicht sein. Da war ja dann auch die Frage, wie profitieren denn dann auch die Regionen, in denen das passiert, überspitzt immer. Naja, ich meine, der eine muss dafür sorgen, dass der Ökostrom kommt, der andere sitzt sozusagen in Hamburg-Ottensen und will ihn gerne haben. So, das sind ja unterschiedliche Befindlichkeiten. Und ich glaube, das geht nur in einem klaren sozialen Konsens. Es geht aber auch mit einer klaren Führung. Und deswegen ist für mich schon der Punkt auch, wer führt diesen Konsens her? Wer guckt, dass wir entsprechend die Parteien an den Tisch holen? Und wenn wir wirklich, ja eigentlich brauchen wir doch einen Ruck für erneuerbare Energie. Wenn das wir die Klimawende ernst nehmen, wenn wir Paris ernst nehmen und das als Gesellschaft insgesamt und alle Gruppen, dann sind wir doch ja eigentlich verdammt dafür, jetzt auch ein gemeinsames Bündnis dafür hinzukriegen, dass wir das auch auf die Straße kriegen, sprich, dass wir auch die Windanlagen aufstellen können, dass wir die Gegebenheiten dafür aber auch vernünftig managen, dass wir gucken, dass alle davon profitieren, dass Arbeitsplätze entstehen. Und dieser Einzelblick nur auf mich, der wird uns da nicht weiterbringen. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage. Ist keine einfache Frage, weil in anderen Ländern, gerade in denen die eher nicht so demokratisch unterwegs sind wie wir, will ich mal so sagen, würde das einer in der Zentrale entscheiden und alle müssen dann zur Seite. Das ist nicht unser Ansatz. Deswegen geht es nur über diesen Konsens, aber den muss einer in der Hand nehmen. Der kommt nicht von alleine. Da muss man klar sagen, was man will, auch dafür werben. Aber Sie hören mich Luft holen. Ich gebe es mal an Herrn Barth die Frage. Ich glaube, wir brauchen zurzeit 15 Jahre, um eine Trasse von Nord nach Süd, ja, aufgrund dieser Konstellation, die wir in Deutschland haben. Sprich, meine Frage ist, das beides aufgreifend, was wir eben besprochen haben. Also sprich, was muss eine Regierung jetzt einleiten noch? Und was können wir tun, um die Diskussion in der Gesellschaft und womöglich die Konsensfindung voranzutreiben? Also ich weiß, es sind zwei komplexe Fragen, die sind ja hier gerade aufgetaucht. Ich würd gerne, also ich bin ein Freund von ganz konkreten Beispielen. Ja, die Zeiträume, von denen Sie gesprochen haben, sind realistisch, aber, jetzt kommt der Punkt aber, ich würde Ihnen ein Beispiel nennen für eine Stromtrasse, die wir letztes Jahr in Betrieb genommen haben, ist eine Verbindung aus dem Raum Aachen nach Belgien. Die Verbindung ist ein Teil der Kooperation zwischen Deutschland und Belgien und alle Menschen in der Grenzregion haben verstanden. Wir haben das nie so in der Form kommuniziert, aber die Ziele der Projekte waren ganz klar. Die Abschaltung der ersten Kernkraftwerke in Belgien, also Sie kennen die ganze Diskussion, wenn Sie in Aachen durch die Innenstadt laufen, da ist jedes zweite Fenster Stop Tihange plakatiert. Ja. Wir haben eine öffentliche Konsultation gestartet. Wir haben in Medien, im Rundfunk, in der Presse um die Beiträge gebeten. Während in Bayern für die Leitung nach Bayern zur Abschaltung der Kernkraftwerke über 600.000 Gegenstimmen, Proteste angekommen sind, haben wir 76 Punkt Stellungnahmen bekommen. Nicht 76.000, 76 Stück. Ja, ich sage, der Punkt Sie ist führen auch das dieser, auf die dass die Landespolitik, der Leuk? Das ist die Frage, einfach den Menschen klar zu machen, wofür der Netzausbau erforderlich ist, was man damit ganz konkret an der Stelle bewirkt. Und ich sage, diese Medienkampagne ist schon vor Jahren seitens der Bundesregierung angedacht. Ich habe bis dahin einmal oder zweimal im Kino einen Beitrag laufen sehen. Wir kommen schon heute ins Kino von dem breiten Publikum. Und nächster Punkt, ich kenne wenige mutige Politiker, die bei Konflikten vor Ort
nicht auf die Seite der Bürgerinitiativen sich stellen und sagen, genau das ist die böse Leitung, die soll im Wahlkreis meines Nachbarn an der Stelle gebaut werden, sondern kommen und sagen, ja, ich stehe für die Energiewende. Ich kann Ihnen in der Diskussion sagen, dass die Leitung verkabelt wird, dass wir 2 Jahre Baustelle bedeuten, aber dann verschwindet die Leitung unter der Erde. Wir haben inzwischen ganz offen gesagt auch massive Proteste gegen die Kabelstrecken, weil alleine, auch wenn die Leitung verschwindet, nicht mehr sichtbar ist, alleine 2 Jahre Baustelle in der Nachbarschaft zu dulden, einfach, das ist schon heute gesellschaftlich wahnsinnig schwierig. Und da vermisse ich einfach die Politiker, die im eigenen Wahlkreis für Energiewende vor Ort kämpfen, weil, wie gesagt, Ziele zu definieren in Berlin ist einfach. Die Praxis vor Ort zu erleben, vor Ort quasi an der Basis zu arbeiten, ist viel schwieriger. Da bekommt man die Prügel, da muss man stehen, da muss man den Mann oder die Frau stehen, ja, an der Stelle und der Gesellschaft Ziele der Energiewende erklären. Davon hat Herr Zellinger gesprochen, der Herr Friedrich. Ich sage, ja, das ist mein Appell, wenn ich an die Politik einen Wunsch, weil neue Gesetze kann man immer machen. Meistens, bis die greifen, vergeht eine Zeit und die neue Regierung definiert neue Gesetze. Aber die Beteiligung an der Diskussion vor Ort, Vermittlung, Kompromiss, Konsenssuche, das würde ich mir sehr stark wünschen von der zukünftigen Bundesregierung. Okay, also wir müssen, wenn jetzt dieses Gesetz steht, muss es auch wirklich vor Ort dann durchdiskutiert, durchgestritten, Konsens gefunden werden. Nicht? Also Sie plädieren für das absolute sich engagieren vor Ort und da wünschen sich Hilfe von der Politik, nicht? Dass da in den Dialog gegangen wird mit den Menschen vor Ort, wo die Trasse dann eben, ja, ne, durch den Garten geht. Habe ich es richtig verstanden? Aber Frau Liska, das ist... Ja. Ich will jetzt nicht für Herrn Barth antworten, das war jetzt nicht mein Punkt, aber ich glaube, man muss es ja auch einrahmen in ein Ganzes sozusagen. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt. So, sozusagen sehe ich jetzt nur Aachen, sehe ich sozusagen nur die Leitungsfrage. Wenn wir es ernst nehmen mit Paris, wenn wir ernst nehmen mit der Energiewende, dann werden wir Zielkonflikte haben. Es wird nicht die heile Welt geben, so, in der sozusagen alles uns zufliegt. Da muss man gucken, dass man so viel wie möglich repariert sozusagen und erhält. Aber entweder haben wir einen gemeinsamen Konsens, dass wir das wollen, dann wird es, wie gesagt, auch Schwächen geben in der Umsetzung und dann muss auch der ein oder andere Schritt zurückgehen. Oder wir wollen sozusagen es nicht, aber ich kann nicht freitags demonstrieren, ich kann nicht sozusagen generell dafür sein, aber wenn es dann konkret wird, also wasch mir den Pelz, aber macht mich nicht nass, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der im Transport vor Ort fehlt, wo einfach die Partikularinteressen überwiegen. Und da wird man gucken müssen, wie man das neu justiert und gegebenenfalls ja auch gesetzlich dann regelt, wenn es nicht möglich ist. Aber ich glaube, darum geht es. Lassen Sie mich das doch mal so fragen. Entschuldigung, Herr Zellinger. Gesetzt den Fall, da wird zurückgetreten, da werden Partikularinteressen zurückgenommen, die Genehmigungsverfahren werden leichter, werden kürzer. Also wenn diese Dinge erfüllt sind, ich habe von Herrn Zellinger gerade gelernt, es braucht 5 bis 6 Gigawatt Aufbau für Onshore jedes Jahr mindestens. Jetzt frage ich mich, kriegen wir das überhaupt geleistet? Also würden wir in der optimalsten Welten das geleistet kriegen oder rennen wir trotzdem in die, ich sag mal, Ökostromlücke, wenn wir die Atomkraftwerke jetzt von den 6. bald 3er abschalten und vielleicht aus Braunkohle und Steinkohle auch noch ein bisschen früher raus wollen als 2038? Oder rennen wir nicht automatisch in eine Ökostromlücke? Ist es schon jetzt viel zu spät? Ja? Wir müssen noch sagen, wen Sie fragen. Herr Zellinger will wahrscheinlich. Ach so. Lieber Herr Zellinger, wo ich Sie gerade schon unterbrochen habe, dürfen Sie sich mit meiner schwierigen Frage auseinandersetzen. Wir haben schon im Jahr über 4 Gigawatt zugebaut. Das haben wir bewiesen, das können wir. Und damit meine ich jetzt die ganze Wertschöpfungskette und die sind auch alle angeschlossen worden. Also insofern glaube ich, das ist natürlich möglich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir vermutlich noch einige sagen. Wir hören jetzt hier mehrere hundert Leute. Wie gut, es ist möglich, sagen Sie. Das habe ich so optimistisch noch von niemandem gehört. Okay, gut. Also nur ein Beispiel, wir haben im ersten Quartal, ich glaube, 1,1 Gigawatt Genehmigungen wieder bekommen. Das heißt, wenn wir pro Quartal, ich sag mal, 1 bis 2 Gigawatt genehmigen, dann können wir die auch, wir werden die auch bauen können, daran wird es nicht liegen. Es gehört aber zu dieser Stromsummen und sonst was Debatte natürlich auch zur Wahrheit, dass wir einiges an Gaskapazitäten zubauen müssen, ja, zumindest für
viele Jahre, die wir sie noch brauchen. Die können wir dann auch mit Wasserstoff betreiben. Auch das ist technisch jetzt möglich in der Zukunft. Aber das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, dass wir das natürlich auch leisten müssen. Übrigens, da wird es richtig spannend mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes, ob sowas da noch möglich sein wird. Aber auch das, wir müssen im System denken, wir müssen ganzheitlich denken und das kriegen wir hin. Lassen Sie mich noch einen Satz nochmal zur Debatte davor, weil den Sie haben mich schon erwähnt, den würde ich gerne noch loswerden. Wir haben, glaube ich, auch wenn die Debatte für die Unterbrechung. Alles gut. Ich glaube, auch wenn die Debatte heute echt gerade ein bisschen wirr wirkt, ja, also auch was das die Regierung heute gerade verkündet hat im Vergleich zu den europäischen Prozessen. Aber wir haben doch einen Vorteil. Wir haben jetzt Wahlkampf. Also das, was wir hören, ist ja auch schon Wahlkampf. Das heißt, jede Partei hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie sie sich zu Paris stellt. Und sie hat jetzt auch die Möglichkeit, sich das Mandat abzuholen zu dem, was Herr Friedrich gesagt hat, nämlich das übergeordnete Gut auch zu installieren. Und damit auch zu sagen, Leute, individuelle Freiheiten sind wichtig, aber an manchen Stellen müsst ihr jetzt Kompromisse machen, so wie ihr sie früher gemacht habt, weil ihr Autobahnen wolltet. Und ich glaube, das ist das super Konstellation mit dem Wahlkampf. Jetzt können sich die Parteien ein Mandat abholen. Und das werden sie müssen, wenn sie diese Ziele ernst meinen. Ja? Und ich glaube, damit haben wir eine Riesenchance, dann auch weiterzukommen in der nächsten Legislatur. Und nochmal, wir haben europäisch und auch national eine Menge Produktionskapazitäten und zum Glück auch noch Potenzial aufzubauen. Ich kann Ihnen auch ein paar nicht ausgelastete Fabriken nennen. Also von daher, über die Mengen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren sind wichtiger. Gut, es ist gut, dass Sie es nochmal so zusammengefasst haben. Schön. Aber Herr Friedrich, haben wir auch genug Leute? Ich meine, 60.000 Arbeitsplätze abgebaut seit 2015 und die Menschen sind jetzt womöglich in anderen tätig. Das waren ja zum Teil wirklich Fachkräfte, die heiß begehrt sind. Die werden in anderen Branchen bei Fachkräftemangel auch, außer wir sind wirklich auf dem flachen Land, wo es nicht viele Arbeitgeber gibt, aber in Ballungsräumen finden die zack auch einen anderen Job. Sprich, gibt es die Leute noch? Also hätten wir überhaupt genug Menschen, um das zu stemmen? Und was müssen wir tun, damit das in Deutschland passiert und hier Jobs entstehen, nicht woanders? Also das eine ist natürlich die Frage, haben wir genug Potenzial? Wir haben natürlich eine demografische Wende, was das Personal angeht, grundsätzlich. Corona hat das nochmal durcheinander gebracht, aber wenn wir konkret werden, wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern gucke, kämpfe ich gefühlt alle 4 Stunden für den Erhalt der Werftstandorte. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich perspektivisch da Alternativen brauche. Warum kann nicht dann auch das Stichwort Offshore-Plattform in Mecklenburg-Vorpommern wieder realisiert werden? Ist ja nicht für morgen, für übermorgen. Ich weiß auch, Schiffbauer will Schiffe bauen, aber wenn die Alternative ist, gar nichts zu bauen oder wieder Plattform, dann ist die Antwort auch relativ klar. Dasselbe zum Beispiel auch in Bremerhaven. Also natürlich gibt es Verschiebungen und wo natürlich die Windkraftbranche insgesamt hinkommen muss, ist, sie ist ja gerade kein Hort der Mitbestimmung und der Tarifverträge. Auch das ist ein Punkt, wo man natürlich nach vorne raus sozusagen attraktiv bei den Arbeitsbedingungen sein muss. Und das meine ich jetzt nicht nur für Expertinnen, wo man sowieso heute über den Tarif hinaus im Markt steht, sondern auch grundsätzlicher Art und Weise. Und die Antwort auf Ihre Frage, laufen wir da sozusagen in so eine Ökostromfalle oder Problematik? Selbst wenn es so wäre, ich glaube schon, wenn wir jetzt das kommt, was Herr Zellinger sagt, nämlich, dass wir an Aufträge rankommen, dann zieht das ja nach sozusagen. Ich meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir zig Milliarden Masken pro Tag, pro Woche, pro Monat produzieren können. Hat auch jeder gesagt, es ist schwierig. In dem Moment, wo ein Markt da ist, gibt es auf einmal sozusagen ganz viele. Und dementsprechend ist der Zug nicht abgefahren, dass wir nicht sagen können, wenn wir jetzt schnell loslegen, dass das nicht auch zur Arbeit und Wertschöpfung in Deutschland, aber es muss auch hier gemacht werden. Das ist, glaube ich, auch eine Anforderung, die klar formuliert sein muss. Kann nicht sein, dass wir hier sozusagen viel Geld da reinstecken, in der Windenergie aufzubauen, und die Wertschöpfung und Arbeit findet dann aber nicht vor Ort statt. Das führt nämlich auch nicht dazu, dass sie akzeptiert wird. Ja, Herr Barth, Konverter, die Blechkisten, wie Sie sie vorhin genannt haben, was muss passieren, damit Blechkisten in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden womöglich oder in Bremerhaven oder überhaupt in Norddeutschland auf einer der mehr als 40 Werften? Was muss dafür passieren? Also, wir haben ein sehr sensibles Thema momentan. Also ich will jetzt nicht aus den laufenden Diskussionen, die wir derzeit mit der Landespolitik und die wir auch mit den Werften versucht haben, bis jetzt bei den Werften bislang leider ohne Erfolg, was mich sehr schmerzt, was ich sehr bedauere an der Stelle.
Also ich denke, man muss das Thema Finanzierungskonzepte und man muss das Thema, wie gesagt, die Bereitschaft der Anteilseigner an der Stelle massiv nochmal gestalten. Das sind keine einfachen Prozesse, wie gesagt. Wir sind dran und wie gesagt, wir werden nicht müde sein, das zu machen. Also ich hatte die Gelegenheit gehabt, die Werften zu sehen. Ich war beeindruckt von den Menschen vor Ort. Ich war beeindruckt von der Qualität der Anlagen und von der Qualität der Fertigung. Und ich kann Ihnen nur sagen, nicht nur im Schiffsbau, also nicht von ungefähr bestellt die halbe Welt die Luxusliner in Deutschland, weil die Qualität enorm ist. Auch die Plattformen, die in Deutschland gebaut worden sind, die suchen in der Welt und in Europa derengleichen. Das sind Hightech-Produkte. Also ich habe von Blechkisten gesprochen, meine Damen und Herren, das sind quadratische Elemente in der Größe von einem Fußballstadion, aber mit einer enormen Anforderung an die Materialqualität, mit einer enormen Anforderung an die Stahlqualität, an die Schweißtechnik, an die Beschichtungstechniken. Das sind Hightech-Produkte. Deswegen, wie gesagt, das Wort Blechkiste, das ist bei uns so ein bisschen der Fachjargon. Und diese Elemente sind komplex gepackt mit einer Klimatisierungstechnik, damit die komplexen Anlagen unter rauen Bedingungen 25 Jahre halten. Das sind Hightech-Produkte, wie gesagt. Und diese Jobs hätte ich gerne auch, wie gesagt, an der deutschen Küste. Ja, ich übersetze mal ein bisschen. Also dahinter steckt der Wunsch, dass Menschen, die heute Kreuzfahrtschiffe bauen, womöglich auch bereit wären, Konverter zu bauen. Also sprich, sich Marktgegebenheiten anpassen, sage ich jetzt mal so von außen mit dem Blick, nicht wahr? Und Also Herr Friedrich, Frau Laska hat das auf den Punkt gebracht, wenn Sie einen Satz gestatten. Ich habe einige Werften gesehen, die sagten, okay, wir haben als Partner ein Bauunternehmen, wir sind Schiffsbauer oder wir machen Reparaturen, aber wir setzen auch auf die Öl- und Gasindustrie. Die brauchen auch komplexe Elemente und wir setzen auch auf den Bau von zum Beispiel gigantische Stahlelemente für sehr spezielle Brücken einfach, damit die designtechnisch auch akzeptiert werden vor Ort. Sind Brückenarchitekten interessiert an Stahlkonstruktionen, die sehr filigran aussehen und so weiter? Ganz klar, Schiffe sind more sexy an der Stelle, aber ich sage, Arbeit ist Arbeit an der Stelle. Ich sage nicht, keine Schiffe zu bauen, ich sage die Produktvielfalt, um Konjunkturzyklen Und auszugleichen, Klimawende ist auch durchzudenken. Das ist mein sexy. Appell. Ja, Das auf jeden Fall. danke. Ich finde, Klimawende ist auch sexy. Und dann ist es vielleicht eine Sache des Konsens und der Diskussion. Die Frage ist, wir wollen mehr erneuerbare Energien, weil wir eben womöglich weniger Atomkraftwerke wollen, das möglichst schnell, weniger Braunkohle, weniger Steinkohle. Mein Blick ist auf die Uhr gefallen. Und jetzt eine Bitte an Sie drei. Ich möchte eine letzte Runde mit Ihnen machen. Zählinger hat es so schön gesagt, Wahlkampf. Und Wahlkampf ist auch, die wünscht dir was Zeit. Sprich, ich möchte Sie bitten, jeder vielleicht in drei Sätzen den wichtigsten Wunsch, den er an die kommende Regierung hat, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht. Machen wir noch eine kleine Abschlussrunde. Können gerne wiederholen, was wir jetzt gesagt haben, aber dass wir so ein Takeaway haben, mitgehört und mitgeschaut haben. Was ist das Wichtigste, was die künftige Regierung, egal welcher Couleur sie ist, auf jeden Fall jetzt mit umsetzen muss? Und wir fangen mal an. Lieber Herr Friedrich, mögen Sie anfangen? Das Zusammenspiel aller Betroffenen aktiv zu befördern, aber mit der klaren Frage, wir diskutieren das Wie, nicht das Ob, und dementsprechend dann auch die klare Orientierung und Führung in diesem Prozess aus Berlin zu übernehmen, sodass Arbeitsplätze, dass Wertschöpfung, Industrie und auch Geld damit verdient wird. Schön, danke schön. Lieber Herr Barth, wie würden Sie es aus Ihrer Sicht formulieren? Was wünschen Sie Ich sich würde am gerne dringendsten? meinen Punkt wiederholen. Radikale Vereinfachung der Genehmigungsverfahren verbunden mit einer Präsenz vor Ort bei der Konsenssuche. Aber auch, ich wiederhole meinen ersten Punkt, mehr Geld für die Forschung. Forschung von heute sind die Jobs von morgen. Forschen, Gut. forschen, forschen, Ja. damit wir die Technologien hier halten. Gut. Ja, danke. Lieber Herr Zehlinger, wie wollen Sie es abrunden? Also ich glaube, der Schlüssel ist die Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Und das heißt, dafür sorgen, dass diese Nachfrage auch hier vorne beim Produzenten ankommt. Und das heißt, gerade bei der Elektrifizierung komplett umbauen, die Finanzierung und vor allen Dingen die Abgaben und Umlagen. Das heißt, wirklich dafür sorgen, dass der große Stahl oder der große Chemiekonzern günstigen erneuerbaren Strom liefern kann. Und das schließt ein, genügend Flächen bereitzustellen, damit auch Wind gebaut werden kann. Übrigens auch PV. Und dann wird es auch gelingen, bin ich ziemlich sicher. Super.
Lieber Herr Friedrich, lieber Herr Barth, lieber Herr Zillinger, ich danke Ihnen herzlich. Die Zeit fliegt und ich finde schön, wie wir es trotzdem geschafft haben, diese Tiefe hier zu erreichen in der Stunde und wie Sie sich so hochkonzentriert da reingegeben haben. Vielen lieben Dank. Und ich danke auch Ihnen allen auf der anderen Seite vom Bildschirm, die Sie das bis zum Ende uns zugehört haben und möchte Sie herzlich bitten, wenn Sie kommentieren wollen, eigene Anregungen haben, eigene Vorstellungen haben, was die Regierung mit jetzt tun muss. Sie können das auf Twitter und auf LinkedIn kommentieren unter dem Hashtag Zukunft der Industrie. Und da möchte ich Sie herzlich drum bitten. Das würde mich freuen. Und an dieser Stelle möchte ich Sie ganz herzlich zum nächsten Web-Talk einladen. Der ist am 18. Juni und im Fokus steht dann die Stahlindustrie. Und den Link dazu und die Infos finden Sie wie immer auf der Seite www.bündnis-zukunft-der-industrie.de. Und jetzt schließe ich diese Runde. Wenn Sie zwei oder drei Gedanken mitnehmen, die Ihnen neu waren, Impulse, bin ich schon sehr glücklich. Ich wünsche der Branche so kräftigen Wind, wie der hier heute durch Hamburg fegt und das dauerhaft und Ihnen allen einen guten restlichen Tag und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss. Besten Dank. Tschüss.